jetzt kommt Laum. Aber seit kurz vor 10 bin ich los. Ich war wieder auf der Straße, ja, ist wieder laut. Ich war ganz schön faul. Ich bin, glaube ich, gerade mal, wo ich mich meine Uhr anstelle. Nee, habe ich. Ich bin gerade mal 50 Kilometer gefahren und bin dann beim Bäcker gewesen. Jetzt gerade vor 2 Minuten. Hab dort Mittag und Frühstück verbunden, Kaffee getrunken, yay. Bisschen meine Akkus geladen, also sprich, Verzeihung, mein Handy und die Powerbank geht jetzt nebenbei. Ich habe das Solarpanel vorne auf meinen Rucksack auf die Tasche gepackt und lade nebenbei noch die Powerbank. Das sind 35 Ampere, das ist ein bisschen der Sonne. Ich habe zwar Wind, aber ich glaube, das wird halt trotzdem relativ kritisch. Wind tut mich ab, aber trotzdem die Sonne scheint. Das ist halt, wie ihr seht, strahlblauer Himmel. Mal schauen, wie es heute Abend aussieht. Ich habe jetzt noch 75 Kilometer, 65 vor mir. Die will ich auch abfahren. Ich versuche ein bisschen weiterzukommen, wenn ich morgens gefesselt den Abend fahre. Das wird. Ich weiß nicht, das wird der Hass. Ich werde wahrscheinlich wieder richtig abkürzen, also persönlich. Aber wie schon gesagt, ich liebe es berghoch zu fahren. Und das ist nur so eine Art Hassliebe, kann man sagen. Einerseits feiere ich es, andererseits denke ich mir so, warum? Warum tue ich mir so eine Scheiße an? Oh, ja, vulgäre Reporter. Warum tue ich mir so ein Mist an? Ich weiß nicht. Nein, bist du eh froh, dass du es gemacht hast, dass du oben warst, dass du für dich selber sagen kannst, yo, ich habe mich so selber fertig gemacht, bin trotzdem glücklich. Moin! Und ich finde es halt einfach schön. Das ist wie mit Musik, das ist bei mir genauso. Ich höre mir mal Musik mal an, du bist auf dem ersten Gegenwind, klasse. Die auf dem ersten Schwung, die sich nicht gut anhört, aber je öfter man die Musik hört, irgendwie desto mehr und mehr sagt man, okay, das sind ein paar Strophen, ein paar Nuancen, die mir dabei gefallen. Das ist vielleicht jetzt nicht mein Lieblingslied. Aber es ist etwas in einer bestimmten Situation Spaß macht zu hören. So, ich muss mal meine Energie anstatt fürs Labern denken, mal fürs Fahrradfahren nutzen. Mal gucken, ich denke mal, ich werde heute mehr Pause machen müssen als sonst, weil es ist halt wirklich verdammt warm. Und ach, lauf, Leute. Bis später. Ich glaube, die nächste Pause wird nicht in allzu weiter Ferne liegen. Oh, ich habe heute auch mein langärmliches Zeug an. Zumindest oben rum. Weil meine Sorge zum Sonnenbrand wirklich groß ist. Und vor allen Dingen. Sonnenstich ist halt wirklich jetzt für mich die größte Gefahr. Wasser habe ich genug, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und falls mein Wasser alle ist, halte ich irgendwo an der Tankstelle, an irgendwelchen Einkaufsläden oder bei Leuten, die gerade draußen im Garten rumhuseln,
ist auch so, dass da ist jeder sein Bett. Und oh, hier ist ein Golfplatz. Ich bin schon wieder abgelenkt. Wo ich stehen geblieben. Ja, wir haben auch gerade den Garten ein bisschen aufgefüllt. Jeden, den ich gefragt habe, hat bis jetzt immer Wasser aufgefüllt. Also, da sehe ich gar keine Komplikationen. Auf jeden Fall, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen für heute. Ich werde euch nachher noch ein bisschen auf den Sack gehen. Bis dann.